Vielen Dank. Sage ich herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem ersten Playoff-Viertelfinalspiel zwischen den Kassel Huskies und dem EV Landshut. Das Ergebnis war 2:3 in der Verlängerung vor 4.584 Zuschauern. Bei mir begrüße ich die beiden Trainer Toni Grinner aus Seiten des EV Landshut und unser Coach Rico Rossi. Das erste Wort gehört wie immer dem Gast. Toni, ein paar Worte zum Spiel. Ja, einen schönen guten Abend. Ich möchte es gar nicht groß ausweiten. Ich denke, man hat gesehen, dass Kassel sehr, sehr stark und sehr laufintensiv angefangen hat, uns mächtig unter Druck gesetzt hat und wir im ersten Drittel mit dem Ergebnis nur zufrieden sein konnten. Im zweiten Drittel haben wir uns gefangen, haben das hohe Tempo, das Kassel im ersten Drittel angeschlagen hat, wo ich aber glaube, dass wir über 60 Minuten nicht halten haben können, haben wir aufnehmen können und sind so besser ins Spiel gekommen. Hervorzuheben, unsere Unterzahl sehr, sehr gut. Hervorzuheben, unsere Moral nach dem Rückstand bei so einer starken Mannschaft zurückzukommen. Und ja gut, Strafen sind Strafen. Wir mussten auch in Unterzahl spielen und haben es in der regulären Zeit geschafft, uns in die Verlängerung zu retten, kurz vor Schluss mit 5-3 und 5-4 Situation. Und ja, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. So ist es. Regel muss man kennen. Ja, vielen Dank. Rico, wie fällt dein Fazit von heute Spiel? Das ist sicherlich eine unnötige Niederlage für uns. Wir waren besser wie die Gegner. Wir hatten mehr Druck zum Tor. Wir hatten genug Chancen, das Spiel zu drehen. Und am 2-1 hatten wir unsere Chancen, das Spiel zu Ende zu bringen. Das haben wir nicht geschafft. Und dann leider mit diesen unnötigen Strafen am Ende in Unterzahl, wo das muss ich auf meine Kappe mitnehmen, weil die Regeln sind geändert jetzt in Overtime. Es sind nur 15 Minuten Pause und das ist meine Schuld, nicht die Spieler Schuld. Aber wir wissen, dass wir kennen mit den Gegner spielen, wir wissen, wo wir sind. Wir wissen auch, dass das ein Serie Best of 7 ist, nicht nur ein Spiel. Und so wir werden gut morgen vorbereiten. Ich danke mir bei Joe Gibbs und die Familie Kim, das erlaubt uns morgen früh zum Landshut zu fahren, nicht am Spieltag. Die geben uns die beste Möglichkeit, die Spiele zu gewinnen. Und wir werden alles tun, das zu gewinnen am Sonntag. Ja, vielen Dank, Rico. Wir sind in der Playoff-Serie, da ziehe ich das auch mit uns ein bisschen in die Länge. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Keine, gut, dann fasse ich die Ergebnisse aus den anderen Spielen nochmal zusammen. Vor 5 Minuten war es zumindest soweit überall sehr eng. Bietigheim Steelers, SC Bissersee 1:1. Das Spiel ist. Rosenheim. Stand 2:2. Ich bin am gleichen. Ja. Ja. Dresden. Bietigheim Steelers gegen Dresden 1:1. Das Spiel ist in der Overtime. Fischdamm Penguins Bremerhaven gegen Star Bulls Rosenheim. Jetzt haben wir es 2:2, ebenfalls in der Overtime. Löwen Frankfurt gegen die Ravensburg Tower Stars 4:2. Das ist der Endstand. Und aus den Playdowns Eispiraten Krimmitschau gegen die Heilbronner Falken 5:5. Auch das Spiel ist in der Overtime. Und EC Bad Nauheim gegen den ESV Kaufbeuren 4:3 nach Overtime. Für uns geht es weiter am Sonntag, Rico hat schon gesagt, 17 Uhr spielen wir in Landshut und wir sehen uns spätestens am Dienstag, den 17.03. wieder, 19.30 Uhr hier bei uns, dann zu Gast logischerweise, wieder der von Landshut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, kommen Sie gut rein ins Wochenende, machen Sie gut und tschüss.